Kohle, hat er vorher gesagt, wisst ihr denn, wo ich wohne? Er wisst ja nicht so genau, was ich mache. Und ich glaube, das geht wieder raus und ich hoffe, dass wir kurz mit dem Heißbad etwas konnten, weil jeder Nacht. Herr Gemeindepräsident, liebe Meiner, liebe Ehrgäste, ich bin erstaunt, dass so viele im 1. August an die Rede kommen. Ich bin kein Politiker und ich bin auf Stimmen fangen. Das heisst, ich kann erzählen, was ich hätte. Und wo mir der Gemeindepräsident gesagt hat, es ist mir egal, was ich erzähle, habe ich mir das natürlich nicht zweimal sagen und habe etwas vorbereitet. Sie sehen, ich habe einen kleinen Gast. Ich möchte Ihnen ein, zwei Anekdoten bringen, die Rampenanstöße zu Meier. Dann möchte ich Ihnen die Vergangenheit erzählen in der Zukunft von Meier. Anschliessend über die Schweiz, über das Thema, das ich noch nie so wirklich rede. Ich habe über Hirnforschung geredet, über Roboter, aber selten über die Schweiz. Und schließlich aber unsere Gesellschaft, die ja im Umbruch begriffen ist, wenn Sie Zeitungen so lesen, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, humanoide Roboter. Christoph Hiller hat vorhin gesagt, künstliche Hirne sogar, also sind sie auch in einer sehr interessanten Zeit. Ja, danke Pascal. Kannst du mich jetzt rauslassen? Es ist echt warm unter dem Tuch. Hallo miteinander. So schön hier zu sein. Ich gehe übrigens auch zum gleichen Friseur wie Pascal. Also es ist immer das Risiko, wenn man mit dem Roboter im Bereich ist. Ich erzähle nachher noch zwei Sätze zu dem Roboter. Ist übrigens da im Meier konzipiert worden. Ich erzähle nachher noch nicht genau, wie das passiert ist. Ich hoffe, der Roboter lässt mich jetzt wieder weiter entspannt. Am 1. August kann man Feuerwerk anzünden. Ich habe im Internet mal gegoogelt, was da alles über 1. August Feuerwerk steht. Ich weiß eigentlich nur kritische Stimmen, negative Sachen, dass sie die lernen, in welche Geld in den Himmel verschiessen, Hünfe, welche Bälle, müssen das Gemeinde wechseln etc. Ehrlich gesagt, mir gefällt das mega. Ich habe 1. August mega gern. Und Feuerwerk. Und ich bin schon Fan von Feuerwerk gewesen. Bevor ich an der Kantonsschule in Bülach über den Prometheus gelesen habe, der Prometheus war doch der Gott, der vom Zeus das Feuer geklaut hat und das Feuer nachher einem Mensch gegeben hat und dann so quasi als Schöpfer von der Intelligenz oder auch vom Mensch gemeinhin hielt. Das heißt, vor dem Prometheus, bevor das Feuer gebracht hat, der Menschen, sagen die Menschen, willenlose Struktur des Lebens, eigentlich ist Feuer mega wichtig für unsere Kultur. Feuer kann wärmen, Feuer kann erhellen, es kann aus Metall aus Metall lösen, es kann sogar Menschen auf dem Mond zum Landen bringen. Es kann sogar für Zusammengehörigkeit gehören, weil heute Abend am 10 ist ja mit der Familie Schmied im Bündner oben ein grosses Hörfeuer und sie sind natürlich alle eingeladen, dort dann auch beizuwohnen. Feuer kann aber auch zerstören. Feuer kann Explosionen auswirken, Feuer kann den Lauf der Dinge verändern. Und ich habe mich schon am 1. August als kleines Kind jeweils auf die Feuerwehr gefragt. Ich habe gerne, wenn es klopft und tatscht. Ich bin nicht der, der Stillstand gut findet oder beschauliche Ruhe. Ich tue gerne Grenzen ausloten, ich tue gerne Grenzen überschreiten, ich tue gerne Neues wagen. Und eigentlich in den 10 Jahren in Meier habe ich noch viel mehr Lust bekommen, um neue Sachen zu machen. Mein roter Vater von dieser Welt, ist meine feste Überzeugung, dass man eigentlich nicht nur verantwortlich ist für die Sachen, die man macht, sondern auch verantwortlich ist für die Sachen, die man nicht macht. Und ich möchte das in Folge genauer ausführen. Schließlich bin ich dankbar, und heute sind wir nämlich jeden dran, und ich das gerade nutze, dass ich an der ETH studiert, dass ich an der Uni Zürich hier visitieren, in den USA war und dann einen Roboter bauen. Quasi eine Schnittstelle zwischen Maschinen und Hirn, habe ich dürfen forschen. Und sie sind ein bisschen blöd, dass ich ein bisschen aufpasse, was ich heute erzähle. Es ist übrigens auch der Mark Fontobel da. Der Mark Fontobel und ich, das der Christoph Hiller vorhin gesagt hat, haben die Firma Starmine gegründet. Der Nachbar weiß immer nicht so genau, was die Firma macht. Ich kann mir immer gesagt, künstliche Hirn bauen und ich glaube, das ist auch gut so. Es ist quasi Technologie made in Meiden. Was für ein Synergie, das sind die Jahre 2010.
In meinen Staaten war ein kurzer Rückblick auf unsere Geschichte und wir sind eigentlich bestens dokumentiert. Als ich gerade gelesen habe, habe ich einen Bilderband gesehen über Meilen. Ich habe sogar ein Geschichtsbuch gefunden über Meilen. Ich habe eine Webseite mit Videos und allem drum und dran. Ich glaube, es gibt keine andere Gemeinde, die derart gut dokumentiert ist wie Meilen. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass wir in einem UNESCO-Weltkulturerbe wohnen? Wir haben 2012 haben wir den Status bekommen von einem Weltkulturerbe, weil vor 6000 Jahren die ersten Talbauer ein paar hundert Meter von hier gesiedelt haben. Und in den Geschichtsbüchern und weltweit ist Meilen in der Wahl eingegangen, als quasi der Ort, wo das neue Menschenbild, der neue Mensch, der da am Wasser gesiedelt hat, gefunden worden ist. Er hat Werkzeug gemacht, er hat Tier kultiviert. Eigentlich ist die Kultur da im Gegenvision kennen, der da gestartet. Was ich herausgefunden habe, ist, dass wir eigentlich in Meilen ein paar interessante Sachen und Errungenschaften gebaut haben. Ich habe mir überlegt, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich am 1. August jetzt noch ein paar Jahresdaten abrappere. Und darum komprimiere ich 6000 Jahre einfach in ein Jahr rein. Und wir gehen mal davon aus, dass wir die ersten Talbauten am 1. August 2016 gefunden haben. Und da will ich Ihnen mal kurz erzählen, wie das bis heute abgelaufen ist. Das finde ich viel interessanter und einfacher. Und zwar sind die Kefezi von Cäsar, die wir alle kennen, etwa 5 Monate, also etwa so im März 2017, der Zeitrechnung, das erste Mal erwähnt worden. Das heißt, Kefezi, Kelten, sind quasi unsere Vorgänger vom kelpischen Volk. Dann der Rüttelsturm hat vor 1,5 Monaten stattgefunden. In der Zeitfrist auf das Jahr aber kondensiert. Also etwa Mitte Juni sind da die Eidgenossen angetreten und haben den Rüttelsturm gemacht. Vor 11 Tagen sind in Uster die ersten Kraftstühle verbrannt worden. Das sagt der Maschinensturm, die erste industrielle Revolution. Uster ist übrigens auch in Bühne eingegangen als quasi das Sinnbild von Menschen, die Angst haben vor der Technologie. Ein Tag später, übrigens, in unserer Zeitrechnung, nämlich vor 10 Tagen, ist die Bundesverfassung abgesegnet worden und der Bern als Bundeshauptstadt ist dort verbucht worden. Das ist heute passiert vor 10 Tagen, wir sind im Jahr 1848. Vor einer Woche erst ist die erste Eisenbahn von Meilen durchgefahren. Übrigens, einen halben Tag später, der erste Flügel gestartet in den USA, 1903 in North Carolina. Fährerburger Meilen gibt es seit 5 Tagen. Also, letzte Woche können Sie da trocken Fuß auf Flüsselküsten überfahren. Die Mondlandung ist am Samstagabend passiert. Und das erste Mal sind wir genutzt, habe ich, das komme ich auch schon in der Zeitrechnung vor, am Sonntag Mitternacht. Also vor etwa 2 Tagen habe ich das erste Mal ein E-Mail geschrieben, das ist im Jahr 1990. Und der Roboy, wo Sie da zu Ihrer Rechten sehen, der ist vor 5 Stunden gebaut worden. Also kann man das, was sich dort vor verbindlichen, wie die Entwicklungen abgelaufen sind, dann haben wir eine extrem interessante Zeit. Und ich bin gespannt, wie es in ein paar Tagen oder ein paar Wochen da in Meilen wird aussehen. Schauen wir nur in Meilen, dann fällt mir vor allem eins auf, wir sind in allen Rankings, sind in quasi Spitze. Uns Meilen geht es gut. Wir haben Standortfaktoren dort berücksichtigt, wie zum Beispiel der Verkehr, also wer hat schon Fähre vor der Haustür. Wenn man die Landschaft anschaut, wo hat schon das Doppel, wo eine Hängebrücke drüber rausgeht. Dann, wenn man die Sauberkeit von der See anschaut, also wenn Sie in New York ein oder baden im Hudson River, das machen Sie nie mehr, alle Köstchen fühlen, Sie können das Wasser trinken, also das ist ein grosser Unterschied. Wenn einer von den grössten Weltweisdichtern weltweit über 25 in der Schweiz gemessen an der Bevölkerungszahl von Schweizer, ist das eine Weltspitze. Innovationskraft, Gesundheitssystem, eigentlich geht es gut in Meilen in der Schweiz. Wir führen wahrscheinlich das Ranking ab. Es ist ein Luxus, dass wir da sind. Und ich glaube, es sollte uns das nicht nur am 1. August bewusst sein. Natürlich hat das alles auch seine Kehrseite. Ich habe natürlich noch negative Sachen geschaut in Zukunft Meilen und habe ein paar Sachen zugetragen bekommen. Zum Beispiel ist es einfacher, einen CEO für einen Weltkonzern zu finden in Meilen, als eine gute Putzkraft. Dann habe ich von ein paar Damen gehört, sie gehen nicht mehr so gerne in Migros Meilen und dann gehen in Erlenbach in Migros,
Weil ihr müsst sich immer vorher schminken. Dann ist es das Zentrum gehen. Und schließlich habe ich auch gehört, dass man eigentlich, wenn Schulferien sind oder wenn Freizeit ist oder Ferien sind allgemein, sich eigentlich nicht gerne auf der Straße blicken lassen. Dann muss es mal reifen. Ich muss ins Ausland gehen. Und durch den Status quasi durch Abwesenheit symbolisiert. Wenn ich da wirklich in die Menge schaue, muss ich sagen, da hat es ganz viel Zuhörer. Also steht vielleicht der dritte Punkt in dem nicht. Was aber sicher stimmt, es wird delegiert und automatisiert. Ordnen von Nannies und Gärtner, Tierpfleger, Personal Trainers, Sicherheitsleute und Putzhelfer erwüsten sich quasi jeden Morgen in die Meile und dort helfen, dass die Top-CEOs, die Top-Executives arbeiten können. Ich wäre ja eigentlich der Erste, der so einen Roboter sofort einstellen würde, der für mich quasi den ganzen Haushalt erledigen würde. Und ich kann Ihnen ganz kurz zeigen, was der Roboter kann. Und er kann, ehrlich gesagt, nicht so viel. Ich muss sagen, das ist einer der letzten Auftritte, die Roboin 1.0 macht. Wir sind bereits dran, Roboin 2.0 zu machen. Aber es ist interessant, wie der Raphael Hostetter den entwickelt hat und wie der in Meile quasi designt worden ist. Also selbst der Roboter da ist eigentlich in Meile konzentriert worden. Jetzt, was da besonders ist, wenn es an den Haushaltsroboter wäre und sie den aus Versehen nicht anwenden, dann ist nicht so, dass sie ihren Arm brechen, sondern der Roboter bricht ihn an. Er ist so gebaut, dass er so ganz compliant ist. Er ist so gebaut, dass er mit großen Menschen interagieren kann, dass er nicht mehr Angst hat vor den Robotern. Und auch wenn er jetzt auf dem Papier aussieht, er kann reden, er kann sich bewegen, er hat überall, hat quasi Muskeln, dann ist der Roboter trotzdem quasi ein Vorbote von einer neuen Generation von Maschinen, von einer neuen Welt oder vielleicht eines Tages sogar von einer neuen Spezies, die wir Menschen kreieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass wir nicht nur Technologie entwickeln, sondern eben auch die Gesellschaft. Ich mache das Beispiel, und das darf man eigentlich auch fast nicht sagen, aber was würde eigentlich das Land oder die Kultur ausmachen? Sind es dann wirklich die geografischen Grenzen? Ist es nicht so, dass eigentlich amerikanische Grosskonzerne uns ziemlich genau vorsagen, was wir denken, was wir sollen kaufen im Internet, wie wir sollen abstimmen? Ist es nicht so, dass schon lange eigentlich nicht mehr die lokale freie Meile, sondern eigentlich die modernen Medien, die irgendwo ganz anders angesiedelt sind, können bestimmen, was wir denken, was wir machen? Und von dem her gesehen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, selbst wenn wir über Nationen und das Land reden, was definiert uns eigentlich? Und ich finde, die Schweizer sind erstaunlich naiv, wenn wir wieder schauen, uns, wo doch so wichtig ist, Freiheit, Selbstbestimmung oder auch Privatsphäre, was für intimste Suchanfragen wie doch täglich für den Google richten und sogar noch gratis davon profitieren, dass damit andere uns dann Lösungen zuschicken. Ich finde, das ist ein bisschen naiv ausgerechnet wie Schweizer, wo ja jahrhundertelang gegen fremde Mächte, Habsburger oder Napoleon gekämpft haben. Ausgerechnet wir sind Weltmeister in sozialen Medien, sind Weltmeister in neuen Technologien. Dabei ist uns ein wichtiges Instrument in so einem total verletzten Weltbestand, unsere Bildung. Unsere Bildung macht, dass wir nicht manipuliert werden. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass sich das bewusst ist. Ich bin ab und zu unterwegs in den USA mit Mark, New York oder Silicon Valley und ich habe einiges gesehen, was mich beeindruckt. Vor allem erlaubt es mir auch, dass ich die Schweiz aus anderen Perspektiven sehe. Was mich beeindruckt am meisten, ist, wie gewisse Länder in Asien, wie gewisse amerikanische Konzerne diese Tage genau wie ein Thema durch investieren, quasi fast alle Ressourcen haben. Es ist das Thema Knacken von Brainpool, Schaffung von künstlicher Intelligenz. Es ist quasi für mich, und da bin ich jetzt als Hirnforscher nicht ganz neutral, es ist für mich eigentlich der wichtigste Wettkampf, das interessanteste, noch offene Rennen, was die Menschheit die letzte Grenze zu knacken, nämlich entschlüsseln, wie das Hirn funktioniert, das, was uns zum Mensch macht. Und fast täglich, wie sich in den Medien, wie Google zum Beispiel das Artificial Intelligence, oder das künstliche Intelligenz-Labor gebaut hat, wie vor ein paar Tagen Microsoft hunderte von Talenten darstellen, nur zum künstlichen Intelligenz bauen, die Facebook, Apple, Amazon oder chinesische Firmen
Hunderte von Millionen darauf nehmen. Und das ist alles passiert in den letzten 2-3 Wochen. Es scheint mir, dass ein Jagd auf den modernen Heiligen Graal im Gang ist und wir hier in Meilen gar nicht so viel davon mitmachen. Und ich könnte mir persönlich gut eine Welt vorstellen, ohne Roboter und ohne künstliche Intelligenz. Nicht falls da in Meilen, habe ich glaube ich, ich war im Schülerrat, habe ich gepostet, ich bin gerne im Balkon. Aber hier in Meilen, Freiheit heisst auch Freiheit im Denken. Freiheit heisst, sich nicht fremdstellen und manipulieren zu lassen. Es ist extrem wichtig, dass man nicht einfach nur den Willen hat, die Rankings anzuführen, sondern auch den Willen hat, Vorbereitungen zu treffen, um künftig an der Spitze zu sein. Und wenn man das anschaut, wir haben 25 Verwaltungsträger in dem Land, die wir vorgebracht haben. Nautilus mit dem Jacques Piccolo hat 1960 die tiefste Grabe im Meer erkundet. Ich glaube, Piccolo war im Weltall. Der Bertrand Piccolo fliegt mit den Solarzellen in die Welt rum. Die grösste Maschine von der ganzen Welt sitzt in der Schweiz, nämlich CERN, die grosse Teilungsschwimmer. Sogar die amerikanische Grosskonzerne kommen in die Schweiz und wollen unsere Talente quasi anstellen und sich gewinnen. Wer sonst dann in der Schweiz? Sind wirklich frei, haben die Ressourcen, haben das Know-how und auch den Pioniergeist in dem globalen Rennen um künstliche Intelligenz und um die Entschlüsselung vom Braincode eine führende Rolle zu nehmen. Wir haben nämlich nicht nur die Verantwortung für das, was man macht, sondern wir haben nämlich auch die Verantwortung für das, was man nicht macht. Ich habe heute am Schluss von meinem 1. August geredet, darum habe ich nur eins anliegen lassen. Lassen Sie uns die richtigen Fragen stellen und lassen Sie uns daraus die richtigen Entscheidungen in der Zukunft ableiten. Denn ich bin überzeugt, dass wir in der Schweiz besser als jedes andere Land auf der ganzen Welt positioniert sind, um Talent weltweit anzuziehen, und durch modernste Technologie so zu verknüpfen, dass ein Durchbruch zu schaffen ist in dem Wettrennen um künstliche Intelligenz. Denn eines ist sicher, irgendjemand in der Welt wird die Entdeckung eines Tages machen und wird den sogenannten Braincode knacken. Ich rede nicht, dass das Wissen von einem Grosskonzern besessen wird. Ich rede nicht, dass das Wissen von einem menschenverachtenden Wertesystem von einem Land mit diktatorischem Verhältnis quasi besitzt wird. Ich hätte, dass wir alles daran setzen, unsere Freiheit, unsere Mut, unsere Pioniergeist in die Waagschale zu werfen, nach 6000 Jahren hier in Zürichsee, oder unsere Fertigkeiten und Fähigkeiten zu bündeln, um aktiv mitzubestimmen, wo unsere alle Zukunft aussehen. Wir haben nämlich alles, was es braucht, hier in der Schweiz, unsere Zukunft nach unseren Werten und Wünschen zu gestalten. Wir müssen aber auch das etwas machen. Und es führen entfachen, dass wir nicht nur am 1. August so brennen. Wir sind Schmied von unserem eigenen Schicksal und dafür brauchen wir ein mächtiges Feuer. Wir können und wir müssen eine entscheidende Rolle spielen in dem globalen Rennen für die künstliche Intelligenz. Wir schulden das nicht nur unseren Kindern und unseren Enkeln, sondern wir schulden das auch den Vorfahren, die uns all das mitgegeben haben. Und das mächtige Feuer nicht nur zu entfachen und weiterzugehen, sondern es auch im Sinn von unserer humanitären Tradition in die richtige Bahn zu leiten. Und in dem Sinn, liebe Männer, wünsche ich euch einen schönen 1. August. Danke vielmals.